verdammt! Verdammte Axt. Oh. Aber okay, wir wissen, Pfeile. Mit den Pfeilen hätte ich mich hochpushen können und nochmal heilen können und dann hätte ich ihn den Chaos gemacht. Alter, ey. Der war gut. Okay, das kennen wir ja schon. Der verdammte Minotauros. Okay, wir können nochmal ins Menü, das ist schon mal gut. Also, Moment, ich brauche jetzt erstmal Pfeile. Gut, das haben wir. Fähigkeiten. Wir sind momentan mehr auf Gift ausgelegt. Kann gerade nichts machen. Okay, alles klar. Ja, komm. Und auf geht es. Ah, verdammt. Blöde Attacke. Hey, die hat mich ein bisschen beeindruckt. Ah, komm. Ja, gib's mir, du Ratte. Ich muss jetzt mal kurz ausweichen. Ah, du. Krassiges Scheißvieh. Blöde Kuh. Jetzt hätte er mir wieder einen auf den Sack. Oh ja, komm. Mann! Okay, zweite Phase. Ein bisschen böse. Ich seh nix. Knallt der rein, ey, in dieser. Komm.
Schuss. Das wird jetzt wieder... Elf habe ich noch. Was ist denn das? Ihr Betäubungsfall bringt nichts. Ah, es war klar. Scheiße. Verdammt. Ah, Mann, Mann, Mann. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Aber es ist übel. Das Vieh ist einfach nur übel. Zweite Phase ist böse. Ja, komm, das kennen wir ja alle schon. Da, der verdammte Minotaurus. Und auf geht es. Ja, ja, komm. Ich finde, in der zweiten Phase ist er nochmal erheblich. Ah, verdammt. Gefährlicher. Ah, treten bringt was. Auf. Ah. Mann, 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 Mann. Also wenn ich jetzt ein bisschen ruhiger bin, nicht wundern. Ich konzentriere mich gerade nur. Oh, scheiß Typ, ey. Aufstehen. Alter, wie oft packt das Vieh mich denn hier? Okay, zweite Phase. Blöd, Mann. Oh ja, komm. Na komm. Ehrlich. Ja, oh, weg hier.
Komm, knall den doch mal rein hier, ey. Ich hasse solche Games, wo man ausweichen muss, ey. Ist der übel, ey. Ist der übel. Ja. Kiten, kiten, kiten. Neuer Angriff. Keine Pfeile mehr. Das ist schlecht. Okay, okay, okay. Blödes Vieh. Ah. Heilung durchdrücken. Weg, 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 weg. Na komm, komm, du Mistvieh. Große Kuh. Du lila große Kuh. Alter! Was für ein Fight! Okay, jetzt haben wir die Sphinx. Und den Minotaurus geschafft. Boah. What a fight! Der hat mich jetzt gerade richtig fertig gemacht, der Fight. Leute, ey, das war übel. Der war evil. Der Minotaurus ist tot. Danke für deine Hilfe, Ados. Wo ist Pater? Ich suchte im Labyrinth nach ihm und... Es... Tut mir leid, Ados. Leid? Warum? Hör zu. Du sagtest, du bringst ihn zurück. Lügner!
Geh sofort wieder zurück und finde ihn. Ados. Du hast es versprochen. Er ist tot, Ados. Die Toten kommen nicht zurück. Aber für uns geht es weiter. Ich habe Angst, ihn zu vergessen. Ich will ihn aber nicht vergessen. Wir sind mal Nimm das als Erinnerung an ihn. Vaters Ring? Hab Dank. Danke. Wir sollten von hier verschwinden. Boah. Was wirst du jetzt tun? Ich weiß es nicht, Söldner. Ohne Pater. Ich weiß nicht. Vielleicht findet ihr es heraus. Gemeinsam. Ados. Denk daran, du bist nicht allein. Es wird sich immer jemand um dich sorgen. Halt dich aus Ärger raus, Junge. Du weißt, dass ich das nicht versprechen kann. Ich werde schon dafür sorgen, Söldner. Hab Dank. Lass uns heimgehen, Ados. Das klingt gut. Verzeih, dass ich die Scheibe stahl. Boah. Ist schon gut. Und dein Amulett. Welches Amulett? Und deine Ringsammlung. Du Mann, Mann, Mann. Also. Und die Aufzeichnung. Wir haben neue Sachen bekommen, neue Spieldinger. Leider kein Level up. Das ist, gerade ein bisschen doof. Gucken mal, was wir da bekommen haben. Diese komische Axt hier. Schwere Klinge. Legendär. Oh, geil. Ja, komm, warum nicht? Die nehmen wir. Haben wir noch was anderes gerade bekommen? Da war doch gerade noch was. Okay, aus Blut. Töte Spartanischer in der Welt. Okay, kein Problem. Schalte dein Ziel aus. Rache wird serviert. Misara. Das machen wir jetzt noch. Damit wir Level abbekommen. Ich würde gerne hier killen. An den Höhlen von Zeus Kinderstube. Okay. Dann müssen die hier irgendwo sein. Dann machen wir das. Machen wir das Quest noch zu Ende. Wow. Das war wirklich episch. Der Kampf war wirklich böse. Da war die Sphinx ja Babykacke. Okay, jetzt gucken wir, wo hier eine Höhle ist. Muss ja irgendwo ein Höhleneingang sein. Entweder da. Können wir mal auskundschaften. Was ist das hier? Ados Hütte. Wir gehen mal gucken, was da ist. Komm. Genau, ich will mal mit der Mega-Axt durch die Gegend eiern. Genau, da sind die. Höhleneingang suchen wir jetzt. Da sieht mir nach einem Höhleneingang aus. Wenn das die Typis sind, machen wir so weg. Hilfe! Ja. Bitte hilf mir! Was hast du denn für ein Problem? Komm schon. Na komm. Mach mich los, bevor mir die Geier die Augen auspicken. Ganz zu schweigen von den Wölfen. Ich sah sie gerade erst in den Büschen. Ich bin ein Söldner. Du musst wissen, dass ich nicht umsonst helfe. Und du siehst nicht aus, als wärst du in der Lage zu zahlen. Warte, hör mich an.
Diejenigen, die mir das antaten, nahmen mir alles, was ich besaß und ließen mich hier zurück. In ihrem Versteck horten sie viele Schätze und Kostbarkeiten. Befreie mich und ich verrate dir, wo du sie finden kannst. Schnell, Söldner, mach mich los! Verdammt, Wölfe! Okay, Wölfe. Alter, die ist geil. Die Waffe. Du hast mich gerettet. Vielen Dank. Du lebst und bist frei. Erzähl mir von der Belohnung. Diese Schweine nahmen mir meinen einzigen Besitz. Ein Familienerbstück. Ich habe das Amulett von meiner Mutter bekommen. Sie verwahren ihre Reichtümer in einer Höhle unter Wasser, westlich von hier. Okay. Möge die Jagd beginnen. Danke, Söldner. Wenn ich weiß, dass sie tot sind, kann ich besser schlafen. Alles klar. Da wären wir. Ist das jetzt die Höhle von dem Typi? Wir werden es erleben. Rehshöhle, das ist es nicht, was ich suche. Ich suche eigentlich diese Zeus-Höhle. Muss hier also Kindertages-Dingsbums da. Muss hier auch irgendwo sein. Das sieht mir nicht nach Höhleneingang aus. Da könnte noch ein Höhleneingang sein. Da wollen wir die gleich mal einweihen. Ist natürlich noch nicht graviert und sonst was. Ab ins Wasser. Gefangenenbefreiung. Klimper, klimper, klimper. Egal wer! Hilfe! Ja, bist du schon frei. Ich danke dir meine Freiheit. Ja, jetzt fehlt mir nur noch das Hör auf zu schreien, Mensch! Wenn du so rumschreist, kommt das nicht gut. Frage ist, wo ist jetzt der Typ hier? Es ist ein bisschen leer. Ich höre was. Hallöchen. Geile Waffe. Okay. Scheiße, ich muss das flaschen. Yes, Baby. So einfach geht das. So, wir suchen immer noch das Ding. Schatz plündern. Oh, hier ist ja richtig was los. Ne? Ja, komm, gib mir das mal. Nicht, oder was?
Ich würde ja gerne, aber er zeigt es mir nicht an. Das ist doch scheiße. Wenn es jetzt daran scheitert. Oh, hier noch mehr Leute. Zack. Du noch. Bäm. Alter, ist die Waffe ist der Hammer. Das muss das Amulett sein, von dem der nackte Mann gesprochen hat. Die Waffe ist der Hammer. Wirklich Hammer. So, das haben wir auch. Gleich zwei Quests auf einmal erledigt, glaube ich. So, dann können wir hier raus und abhauen. Die Waffe ist zwar langsam, aber wenn sie trifft, dann trifft sie richtig. Ist richtig böse. Wenn wir die noch vergiften, oder besser noch mit Feuer oder so versehen, dann geht die Party richtig ab. So, ich würde gerne raus hier. Das wäre nämlich ganz herzallerliebst. Ach, wir haben den Schatz hier noch nicht gefunden. Ah, verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Gucken wir, ob hier irgendwo ein Schatz noch ist. Ja, und hier kann ich nicht looten, warum auch immer. Roter Apfel. Ja, wenn, dann wollen wir es ja fertig machen hier. Versuchen wir nochmal, ob wir irgendwas finden. Hier scheint kein Schatz zu sein. Ist natürlich doof jetzt. Ja, das eine Ding hier scheint mir ein bisschen verbuggt zu sein. Da komme ich irgendwie nicht ran. Durchgegangen. Aber hier ist nichts weiter. Es sei denn, wir nehmen hier mal unten die Sachen aus dem. Schatz 1. Mal richtig abgerasen. Ja, zweiter Schatz, alles klar. Höhle fertig. Sehr geil. Okay, und hoch. Jetzt hier weiter? Nein. Müssen wieder zurück. Okay, wir können hier raus quasi. Jetzt gucken wir mal, wo wir das Quest abgeben müssen. Wartet mal. Rache wird serviert. Kehrt. Das ist das. Verbessere die Reiter kommen. Ehrgeiz. Verdammt. Wo ist denn das jetzt? Wir haben doch das Amulett gefunden. Ja, wir gehen erstmal raus. Ah, die neue Axt, die ist richtig gut. Fällt mir richtig gut. Die haut richtig DPS rein. Und die ist noch nicht mal abgegradet. Das ist spitze. Ähm.
Ups. Nee. Aber verkehrt. Ein wenig. Gucken, wo wir hier rauskommen. Hier sind wir reingekommen. Gerade ein bisschen verfranst.